Hallöchen. So, willkommen zu Teil 2 über das Ding. Ich hoffe, es wird jetzt fertig. Hier liegt noch eine Schraube, die soll da nicht hin. Mir hatte ja was gefehlt, und zwar ein SCART-Kabel, ein vernünftiges. Und ich habe jetzt hier eins. Wurde jetzt zugeschraubt? Nein, ist nur auf. Ich habe hier ein Kabel, das haben wir jetzt besorgt. Das ist jetzt 3 Meter lang, vergoldete Kontakte. Was steht hier? Hochwertiges Kabel, dreifach geschirmt, Gruppen- und Einzelschirmung und wie auch immer. Dann werde ich jetzt mal auspacken. Wenn mir jetzt gerade nicht das Messer wegfliegt. Und dann werde ich mal einen Stecker aufschrauben und mal nachgucken. Das sollte dann relativ passend sein. Also 2 Meter oder so braucht derjenige schon. Mindestens. Und das ist jetzt 3 Meter. Das ist jetzt von SkyMaster. Ich hoffe, die sind ist jetzt auch voll belegt. Zumindest das Kabel ist ziemlich dick. Ja, es ist voll belegt. Und Einzeladerabschirmung, ja, hat es auch. Gelb, weiß. Jetzt muss ich mal gucken. Das war doch da, RGB. War das jetzt so? Ich guck noch mal, ich muss mal noch mal den Pinout hier raussuchen und dann melde ich mich gleich. Ja, jetzt macht ihr da draußen wieder Krach. Also, ich hab's raus. RGB, das ist die Seite. Sag mal, ihr da draußen. So, Kamera wieder da, ich hoffe. 1, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 5, 7. Der dritte, der fünfte und der siebte von oben. Mal gucken. Ja, ich hatte hier gewählt. Der dritte. Ja, 3, 5, 7. Die RGB-Leitungen sind extra geschirmt. Was war das jetzt? Was bist du denn? Die RGB-Leitungen sind extra geschirmt. Und Audio ist auf der anderen Seite. Ist auch geschirmt. Gut. So, der Komposit. C-Sync. Ist der erste oben. Das ist der blaue. Ist auch geschirmt. Gut. Also, das Kabel hier ist in Ordnung. Das passt. Das ist gut geschirmt. Einzeladerschirmung, das passt. Gut, dann werde ich mich jetzt mal an die Sache setzen und das mal reinlöten und dann sehen wir uns wiedersehen. Bis nachher gleich. Ihr werdet es wahrscheinlich schon hören. Ich habe sie jetzt erstmal reingelötet. Das sieht jetzt erstmal so aus. Ich versuche es mal so zu machen, dass man sieht, so sieht es erstmal aus. Ich schneide euch jetzt mal das Video vom Handy mit rein. Kann sie auch nochmal ausschalten und nochmal einschalten.
das funktioniert. Und wo habe ich jetzt das Spiel gelassen? Irgendwo habe ich die Kassette hingelegt. Den haben wir auf dem Monitor. Spielen geht auch. Ich weiß nicht, ob das jetzt an meinem Fernseher liegt, warum das so zuckt. Muss ich noch mal gucken, dass an meinem Fernseher liegt. Ich habe bis jetzt nichts anderes. Naja gut, aber es funktioniert soweit. Ich werde mal noch eine kleine Option mit reinbauen. Ich werde gleich mal was ausprobieren, und zwar hier. Da geht ja 5 Volt mit rauf auf 2 Pins auf den SCART-Stecker zum Umschalten auf RGB oder Komposit. Vielleicht ist das noch ein bisschen zu doll, dass ich da noch einen Widerstand oder was zwischen machen muss. Da kann ich mal einen kurzen Poti zwischenhängen. Probiere ich aus. So, aber das funktioniert schon mal. Das Bild ist schon mal sehr viel besser. Es ist stabil im Großen und Ganzen. Probiere ich jetzt noch aus. Und dann kommt noch der Rest. Ich muss noch 3D drucken, die Löcher hier hinten dazu machen. Da kommt noch ein Schalter rein. So ein kleiner Schalter für die 50-60 Hertz Umschaltung. Und je nachdem gucke ich mal wegen diesem Geflacker. Vielleicht darf auch nur eine Leitung ran. Aber so wie ich das hier sehe, sollten beide Leitungen ran. Ist hier noch irgendwas anderes, spezielleres? Ich guck mal. Kann man das hier sehen? Ja, ich guck mal. Vielleicht ist eine Leitung zu viel. Gut, sehen wir uns nachher gleich wieder. So, ihr hört es schon. Es läuft noch mal wieder. Ich habe das eine Kabel rausgenommen, das ist das hier. Das ist Fast Switch, brauche ich nicht. Der andere ist Blanking, das brauche ich, oder Funktion, das auf RGB geht. Und hier habe ich ein Kabel rüber gelötet. Das hatte ich an Komposit dran, ne? Das ist der C-Sync-Anschluss, damit er da auch das Bild synken kann. Das IC hat einen direkten Sync-Ausgang, da habe ich es jetzt angeschlossen, und jetzt switche ich mal aufs Handy. Da flackert nichts mehr. Ich mach's noch mal aus, mach's noch mal an. Sega. Und das Bild ist hier erstmal top. Da kann ich jetzt nicht meckern. Farben und so weiter muss ich extra einstellen. Das läuft wunderbar. So, jetzt will ich nochmal das Spiel versuchen. Das, was ich da noch habe. Dass ich das mal anmache. Ja, flackert nicht mehr. Top. Es hat aber diese Jailbars, oder wie man das nennt. Ich weiß nicht, ob das auf ein Handy rüberkommt. Ich weiß nicht, ob das rüberkommt, keine Ahnung. Ich werde es so lassen. Man kann es spielen, ist alles top. Also von der Schärfe her ist das einfach einwandfrei. Von der Schärfe her ist das einfach einwandfrei. Besser als der RF-Ausgang. Und ich werde das jetzt fertig bauen. Ich muss das noch 3D drucken, wie gesagt, hier hinten noch mit den Schaltern, den Umschalter. Ich werde das gleich mal ausprobieren mit dem Umschalter 50-60 Hertz. Einfach mal
sagen wir mal so temporär anschließen. Hier unten war ja temporär mal angeschlossen und dann mal ausprobieren, ob das auch hinhaut, damit ich das nachher perfekt, also schön basteln kann. Gut, wir sehen uns dann wieder, wenn ich soweit fertig bin. So, Hallöchen. Jetzt hört ihr das so. Ich schalte jetzt mal um auf diesen 50-60 Hz Mod. Läuft noch. Hat schon gehört, es war jetzt schneller vom Sound. Also die Umschaltung funktioniert. Jetzt sage ich mal ganz kurz, wie ich es gemacht habe. Erstmal nur so. Erstmal habe ich es nur so gemacht. Es kommt nachher noch direkt eingebaut. Ich wollte es nochmal testen. Hallöchen, mache ich jetzt hier mal schnell mit dem Handy. Ich habe das jetzt so weit fertig, dass es funktioniert. Da hinten ist der Schalter drinne. Geht da hinten zu Plus Minus und dann zu dem IC. Minus ist 60 Hertz, Plus ist 50 Hertz. Ja, Videokabel da oben und dann ist hier noch der Power Switch mit einer LED drinne. Ich zeige euch das gleich. Habe ich den Strom jetzt gerade mal passend greifbar? So, ich habe den Strom ausgemacht, dann muss er wieder anmachen. Hier LED leuchtet. Und da oben geht das. Und wenn ich jetzt noch umschalte, das kann ich sogar im Spiel machen. Man merkt den Unterschied. Gut. Ich würde das Ding jetzt zusammenschrauben und dann nur noch die Beschriftung machen. Ach so, hier hinten mit dem Schalter. Das wollte ich einfach zeigen. Das habe ich jetzt so gemacht. Zwei Kappen drauf und einmal den Schalter rein. Da kommt jetzt noch ein Label dran, 50, 60 Hertz. Und dann ist das Ding soweit fertig. Ich muss jetzt leider schnell machen. Ich weiß auch nicht, wie lange ich jetzt von dem anderen Teil jetzt gebraucht habe, weil das muss ich heute noch wegschicken. Und ich habe jetzt hier ein bisschen länger für gebraucht. Ich musste gestern nochmal notgedrungen den Schalter hier zweimal neu drucken, weil er mir was weggebrochen ist. Ja, dauerte dann auch nochmal eine ganze Weile. Sonst wäre ich schon gestern fertig, aber heute muss ich das Ding zur Post bringen, sonst killt mich derjenige. Ja, deswegen nur so mal auf das Schnelle gemacht. Kann ich jetzt auch nichts ändern. Ich weiß nicht, hatte ich das hier hinten gezeigt? Mit dem Kabel habe ich jetzt so getan. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ich weiß nicht, wo ich hier den Fokus einstellen kann, aber das müsste so passen. Und das Kabel so, da kommt noch das Shield mit drüber, das passt alles. Gut, dann danke ich fürs Zugucken. Ich mache noch mal ein kurzes Abschlussvideo. Kommt noch hier kurz hinten dran, wenn das Ding zusammengebaut ist, wie es dann aussieht. Und dann, ja, bis zum nächsten Teil. Tschüssi. So, nur zum Abschluss. Ist jetzt wieder zusammengeschraubt. Jetzt hat man auch eine Power-LED und sieht dann auch, dass sie an ist. Weil ich ab und zu mal hier so einen Bug, der im Kabel hat und habe mich gewundert, warum geht das nicht. Aber so sieht es jetzt aus. So, dann bis zum nächsten Video. Tschüssi.